Sie haben eine Marke über Jahrzehnte aufgebaut und wollen nun die Marke leicht ändern. Sie haben einen Facelift Ihres Logos geplant. Ich erkläre in diesem Video, was Sie dabei aus markenrechtlicher Sicht beachten sollten. Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner in der Patentanwaltskanzlei Freischem & Partner in Köln. Und wir veröffentlichen jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Und in diesem Video erkläre ich Ihnen, was Sie bei dem Facelift einer Marke oder dem Relaunch einer Marke beachten müssen. Es kommt in Unternehmen natürlich vor, dass ein neuer Kommunikationschef, ein neuer Marketingleiter eingestellt wird. Und diese neue Position muss ich natürlich irgendwie auch beweisen. Oder es ist einfach an der Zeit oder bitter nötig, das jahrzehntealte Logo einfach etwas aufzufrischen. Diese etwas saloppe Einleitung ist natürlich etwas überspitzt und ein Relaunch oder Facelift geht meistens über die einfache Abänderung eines Logos hinaus und Hintergrund ist wahrscheinlich sogar die veränderte Ausrichtung des Unternehmens. Auch wenn das Logo eines Unternehmens für viele Laien ein zentrales Wiedererkennungsmerkmal ist und eine Änderung einfach manchmal Stirnrunzeln hervorruft. Warum ist das nötig? Mercedes hat das getan, Volkswagen hat 2019 bei der Ausrichtung auf Elektromobilität das ganze CI komplett umgestellt und viele andere große Unternehmen tun und taten das auch. Wie zum Beispiel die Lufthansa, die 2018 von ihrem bisherigen Kranich auf einen neuen Kranich umgestellt hat. Die Verantwortlichen im Unternehmen sind sich manchmal vielleicht gar nicht bewusst, was für markenrechtliche Konsequenzen das hat. Denn im Prinzip kann eine Marke, die nicht mehr wie eingetragen benutzt wird, nach 5 Jahren gelöscht werden. Wenn also Lufthansa beispielsweise diesen Kranich als Marke in allen Herren Ländern geschützt hat und dann umstellt, kann diese Marke in allen diesen Ländern 5 Jahre später im Prinzip gelöscht werden. Man muss dann also den neuen Kranich auch in allen diesen Ländern anmelden, damit man dann eben ab diesem Zeitpunkt spätestens dann wieder Schutz hat. Und das ist mit erheblichen Kosten und erheblichem Aufwand verbunden. Es ist leider nicht möglich, eine ältere Marke im Markenregister durch eine neue Marke im Markenregister zu ersetzen. Man lässt also praktischerweise einfach die alte Marke durch Nichtzahlung der Jahresgebühr auslaufen und meldet eben die neue Marke an. Es bestehen dann also über einen gewissen Übergangszeitraum parallel 2 Marken. In manchen Ländern ist die Anmeldung einer Marke vollkommen unproblematisch und kann voll elektronisch auch aus der Ferne durchgeführt werden. Manche Länder sind sogar Mitglied von internationalen Markenabkommen, wie dem Madrider Markenabkommen, mit dem man mit einer einzigen Anmeldung in vielen, vielen Ländern der Erde Markenschutz erzielen kann. In manchen Ländern ist es aber auch sehr kompliziert und aufwendig, zum Beispiel in Saudi-Arabien. Wenn man in Saudi-Arabien eine Marke anmelden möchte, muss man zum Beispiel einen Handelsregisterauszug von einem Notar beglaubigen lassen, von einem Landgericht überbeglaubigen lassen, von einer Stelle, die sich GORFA nennt, nochmal wieder überbeglaubigen lassen und dann nochmal vom Konsulat nochmal wieder überbeglaubigen lassen, also von jedem eine Unterschrift, einen Stempel. Und dann kann man diese Unterlagen, wenn man alle diese Stempel eingesammelt hat, nach Saudi-Arabien schicken. Und man hat dann ab dem ersten Anmeldetag in Saudi-Arabien 90 Tage Zeit, all diese Unterschriften einzuholen. Und wenn man das nicht schafft, dann ist die Marke eben wieder tot. Sie können sich vorstellen, dass alle diese einzelnen Stellen, die ihre Unterschrift und ihren Stempel geben, natürlich dafür auch Geld nehmen. Das weitaus größere Problem bei einem Markenrelaunch oder Facelift ist aber die Unbekanntheit der neuen Marke. Bei dem neuen Kranich der Lufthansa ist das kein großes Problem, da eben der Kranich von der Lufthansa schon sehr bekannt war. Und wenn der nun ein bisschen anders aussieht, dann erkennen die ganzen Verbraucher doch natürlich noch diesen Kranich als Teil der Lufthansa. Anders sieht es aus, wenn man sich eben ein komplett neues Logo ausgedacht hat und dann eben unter diesem neuen Logo überhaupt noch gar nicht bekannt ist. Diese Bekanntheit muss man sich dann erst wieder erkämpfen oder eben durch Marketingkampagnen teuer erkaufen. Das dritte wesentliche Risiko liegt in sogenannten Zwischenrechten. Stellen Sie sich vor, Sie führen ein neues Logo ein
und waren eben, sagen wir mal, 100 Jahre schon unter dem alten Logo unterwegs und haben zwischendurch aber nicht genau recherchiert, ob vielleicht ein Dritter zwischendurch auch so eine ganz ähnliche Marke angemeldet hat. Nehmen wir mal fiktiv das Beispiel der Lufthansa wieder. Da gab es eben schon Jahrzehnte diesen alten Kranich und jetzt gibt es eben den neuen Kranich. Wenn jemand zwischendurch, zum Beispiel vor 10 Jahren oder so, auch für den Betrieb einer Fluggesellschaft oder den Transport von Personen eine Marke angemeldet hat, die eben ein Logo angemeldet hat, das einen Eisvogel in ähnlicher Pose wie den Kranich abbildet, dann könnte die Lufthansa da ein Problem bekommen, weil die alte Marke dann irgendwann nicht mehr durchsetzbar ist und diese ältere Eisvogelmarke dann eine ältere Marke im Vergleich zu der neuen Kranichmarke ist und dann eben Zwischenrechte entstanden sind, also ältere Drittrechte, die dann einem durchaus Probleme bereiten können. Bevor Sie also einen Relaunch oder einen Facelift einer Marke in Angriff nehmen, sollten Sie sehr sorgfältig recherchieren, ob in der Zwischenzeit ähnliche Marken angemeldet wurden, damit Sie diese Marken erstmal aus der alten Marke angreifen können und vielleicht beseitigen können und dann erst die neue Marke launchen und eben überall anmelden. Manchmal erwischt man Marken auch bei einem sogenannten unechten Relaunch einer Marke. Da hat dann die Marketing- oder Kommunikationsabteilung einfach die Idee, zum Beispiel jetzt ganz fiktiv bei Adidas das D in der Mitte groß zu schreiben, also eins der beiden Ds groß zu schreiben, also mit Binnengroßschreibung. Wenn das tatsächlich so umgesetzt würde, dann wäre die Marke möglicherweise nicht mehr wie Eigentragen benutzt und dann könnte die Marke 5 Jahre später wegen Nichtbenutzung gelöscht werden. In den USA kann die Marke dann sogar sofort gelöscht werden, weil eine Marke in den USA immer benutzt sein muss. Bevor Sie also auch nur kleinste Änderungen an Ihrer Marke vornehmen, sollten Sie also diese Herausforderungen genau auf dem Schirm haben. Ich hoffe, ich konnte in diesem Video genau erklären, was man bei einem Relaunch oder einem Facelift einer Marke beachten muss. Wenn Sie neu in unserem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie unseren Kanal und das Wichtigste zum Schluss, schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.